So, pass auf, jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Es gibt nämlich ein paar andere schöne Funktionen bei GeForce Now, die dann manchmal so einfach so unter der Haube released werden, ne? Also ihr kennt ja bestimmt schon die Funktion, dass man hier Sale eingeben kann in der Suchbar und dann kommen alle Spiele, die im Sale gerade sind. Ja. Oder es gibt auch Free und dann gibt es alle Spiele, die irgendwie Free-to-Play sind. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt nicht nur nach Relevanz, zuletzt hinzugefügt, zuletzt gespielt, sondern nach am beliebtesten zu sortieren. Welche Spiele denn am meisten gespielt werden über GeForce Now? Jetzt machen wir nämlich ein kleines Spiel. Und ihr sagt mir jetzt mal, welches ist das meistgespielte Spiel über Ubisoft Connect bei GeForce Now? Scooter, gib mal einen Tipp Valhalla, ab. immer noch. Assassin's Creed Valhalla. Ja. Ich hätte auch Valhalla gesagt, habe ich Gentleman, auch gesagt. Valhalla. Okay, zweimal Valhalla, schauen wir mal. Also Ubisoft Connect am beliebtesten. Rainbow Six Siege und Assassin's Creed Valhalla auf dem zweiten Platz und Star Wars Ja. Outlaws nur auf dem dritten Platz. Rainbow Also Six 0 Siege, Punkte ja, für okay. euch. Boah, aber Ja, 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 Rainbow ja. Six. Das Rainbow Chat, Six haben wir ihr vergessen. könnt schon mal euren nächsten Tipp fürs Battle.net abgeben. Dann können wir euch auch noch mitnehmen, Chat. Mal schauen, Battle.net? ob ihr die Diablo? beiden schlagt. Nee, erstmal bleiben wir hier bei Ubisoft. Also es ist eigentlich schon, also für mich ist bemerkenswert, dass Valhalla, das ist ja schon 2, 3 Jahre alt, ich glaube noch Ja. länger. Und das schlägt selbst noch jetzt Star Wars Outlaws in der Release-Woche. Ist ja vielleicht auch ein Zeichen, oder, Scooter? Nee, das ist zu neu. Das kommt schon noch höher. Ja, Okay. ich glaube, Valhalla ist schon doch noch recht beliebt. Es Ja, ist schon beliebt Valhalla und das hat wird schon jeder. schwierig. So, aber wir sehen hier ganz viele Assassin's Creed, ganz viele Far Cry und so weiter. Natürlich die Ubisoft-Titel. Mich Motorfest wundert, ist dass Far Cry interessanterweise relativ weit 6,5 unten. schlägt. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt geht's weiter. Battle.net. Was ist das beliebteste Spiel im Battle.net bei GeForce Now? Gentleman, jetzt Was kannst steht du da mal zur anfangen. Auswahl? Jetzt habe ich schon gesagt, Diablo. Diablo 4, ist gute. Was steht da zur Auswahl? Also sage ich Alles auch Diablo. Battle.net-Spiele, ne? Was, es ist ja hier ein Spiel, ne? Musst jetzt Ja, raten, wenn du es nicht weißt. ja. Und Ja, nicht dann, ich schummeln. sag Diablo, ich kenne keine. Okay, Ich also kenne keine. du folgst dem Tipp, um sicher zu sein. Dann gehen wir mal Ja, aufs Battle.net. Und es ist Call of Duty. Call of ja. Oh. Duty. Ach, das ist ja jetzt neu darauf, ne? Ah, nee, warte mal, war das schon? Naja. Das Oh, ist das Call Diablo of 4 Duty ist Head, das Zweiter. Call of Ey. Duty Headquarter und Diablo 4 ist Platz 2. Also weiterhin 0 Punkte. Chat, ich Headquarter, sehe ja, nicht, dass okay. ihr noch mitmacht. Ne? Ihr könnt gerne mitschreiben. Der nächste Titel ist jetzt die EA-App. Schreibt einfach mal eure Tipps Ach du rein. Scheiße, EA. Und Gibt's jetzt ein fängt Scooter FIFA? Hammer wieder an. EA-App, welche Spiele sind die beliebtesten? Madden. Madden, Madden, ist das warte, überhaupt muss bei ich eine GeForce Jahreszahl Now? nennen, weil das neueste ist nicht drauf, die vorletzte oder so. Aber ist Oder Madden irgendwie. überhaupt bei GeForce Now? Ja, eine. Nee, Madden gar nicht. Ach so. Was für ein Sportspiel haben die denn da? Die haben Golf, haben sie drauf? Oh, du fragst mich Sachen. Dann sage ich, boah, in der Mangelung besserer Alternativen, it takes two. It takes two, okay. Das ist es schon mal nicht, kann ich sagen, als kleinen Ja. Tipp. Tja, ich weiß leider auch Gentleman. nicht. Ich weiß leider auch nicht, was ist. Na, dann hau Ich hätte einfach ja irgendwas gesagt, ein raus. FC24 oder sowas, aber haben die nicht, ne? Das gibt's nicht bei Nee. GeForce Now. Es ist kein Football-Game da. Und kein Madden, kein Football, FIFA, kein. Tja, ja. Aber was haben die EA. denn? Star Wars-Game? Ja, Star Wars, auf jeden Fall. Jedi Fallen Fallen Order. Order. Jedi Fallen Order. Also, Ja, wir dann haben schwenke ich einmal It um. Takes Two, einmal Fallen Order und es ist Apex Legends. Ah, Also verdammt, dicht Apex ist von denen. gefolgt von Also Battlefield die 2042. Service Games hier. Oh, ja, Ja, Battlefield. Service Battlefield. Die Games. Service Games ziehen auf jeden Fall und Ja. hier ganz unten, also It Takes Two eher Ja. in der zweiten Hälfte und ganz unten Unravel, aber auch Grid Legends, ne? Obwohl es ein guter Racer ist, aber auch schon betagt ein bisschen weiter hinten. So, hat das eigentlich jemand gesagt, Apex? Ja, Roberto Blanco. Ich meine, du hast zwei Tipps abgegeben, aber Chat hat ja immer ein bisschen Pluspunkte. Ne? Glückwunsch, du hast einen Punkt. Ihr könnt gerne mitmachen. Der nächste Store ist nämlich GOG, Gentleman. GOG? Ja, Cyberpunk. Cyberpunk, würde ich auch sagen. Okay, zweimal Nein, Cyberpunk. Witcher. Witcher 3. Meinst Witcher du? 3. Glaube ich nicht. Nee, Scooter, nee, bleibst du Cyberpunk. bei Cyberpunk? Also bisher habt ihr beide 0 Punkte. Scooter, du bleibst bei Ja, das wird so Cyberpunk. bleiben. Damit kann ich leben. Okay, Scooter, Cyberpunk, Gentleman, The Ja. Witcher. Und das beliebteste Spiel Das ist ist ein sicherer Cyberpunk und Punkt. damit geht Scooter 1 zu 0 nicht in Verdammt. Führung, sondern du breakst mit dem Chat. Also Scooter 1, Community Ja, 1, ey, komm, das ist ein Gentleman 0. zweiter Witcher, ne? Die haben nur fünf Spiele? Witcher 3, 1, Epic Games Store. Ich hätte Fortnite gesagt, aber ist das so Nee, viel das für ist. uns? Scooter? Fortnite ist doch gar nicht drauf, was ist das?
Nicht schummeln, Scooter. Du sollst jetzt einfach dein Ja, Bauchgefühl ist sagen. Fortnite drauf auf GeForce Now? Dann ja. Nee, Fortnite ist Ist doch gar nicht auf Fortnite oder GeForce nicht Now. Fortnite? Ich brauche jetzt eine klare Das ist Ansage. echt nicht. Also wenn, Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung, dann sage ich auch Fortnite, weil wenn das drauf ist, ist es drauf. Ansonsten Aber diese Roberto hat Story, recht, wie heißt denn das? Fall Guys wäre, oder was? Zweimal Fortnite und der Chat sagt auch Fortnite und natürlich ist es Okay. Fortnite. Ne? Übrigens dicht gefolgt von Black Myth Wukong. Wow, So, das wird und nur beim Epic damit, Store. ja, sogar im Epic Ah, Store. Das Ding verkauft sich krass. selbst im Epic Store. Das sieht man auch, wie erfolgreich das Spiel Wie ist. es verkauft sich selbst im Epic Store. Das ist So, ja aber alle. jetzt. Kurzer Zwischenstand. Gentleman, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Punkt. Scooter und der Chat haben jeweils 2 Punkte, weil auch der Chat hat natürlich Ja. sowohl Klauten wie Ab als auch Roberto haben Fortnite gesagt. Und jetzt der größte Store, den man angeboten hat, Steam. Gentleman, was ist das erfolgreichste, nein, das beliebteste GeForce Now-Spiel aus der Steam-Bibliothek? Das ist Das ist schwierig. jetzt Wukong Ich sag aktuell. Wukong, würde ich auch sagen. Black Myth Wukong, sagt ihr Wolltet beide? ihr noch vorauskommen? Scooter, wir müssen jetzt aber wieder umdrehen, ne? Sonst machst du ja die alte Spieltheorie, dass du einfach mal das Ach, gleiche was sagst wie schon. Gentleman. Nein, Also. ich wollte gerade eben im Moment das früher sagen als Okay. Gentleman, Gentleman, du aber hast jetzt noch die Chance zu ist switchen, nur weil du hin logisch. bist. Nö, nö, das wird das sein. Beide Black Myth Wukong, Ist ja okay. aktuell, ne? Crywolf sagt Baldur's Gate 3. Nee, Baldur's Gate der. 3, okay. Das glaube ich nicht mehr. Das Also, dann ist. schauen wir doch mal, was ist das beliebteste Spiel bei Steam? Es ist Counter-Strike 2, Ah. gefolgt von Call of Eieiei. Duty, Ja. gefolgt von Black Myth Wukong, gefolgt von Lost Ark. Also Ist auch. das jedes Mal von Call of Duty geschlagen worden? Ja, Ist das die ja. Beta oder was ist das? Nee, was ist das? Call of Duty 6 kommt jetzt Ich dann. schätze mal die Beta, weil da wird uns Beta. gleich auch Scudrama noch ein bisschen was teasern, aber es kommt gleich. So, Ja. Xbox Store, Chat, was ist das beliebteste Spiel im Xbox Store? Und jetzt fängt Scudrama an, weil es steht 2 zu Boah. 2 zu 1. Puh, was gibt's denn da? Halo gibt's ja gar nicht. Es gibt auch keinen Doch, Flugsimulator. Halo Scheiße. gibt's. Ah, Starfield. Starfield. Ich Gentleman. Nee, also Starfield bestimmt nicht. Also, Ha! das leider, das Ich wird es hab's ja nicht geguckt, sein. das stimmt nicht. Naja. Forza Horizon 5, würde ich sagen. Forza Horizon. So, Chat, ihr habt auch noch kurz die Möglichkeit. 5 Sekunden gebe ich euch. Minecraft haben wir bis jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Und es ist Mal sehen, was ist es? Ark Survival Ascended, What? ist das beliebteste Xbox-Spiel Wow. auf GeForce Ah, Now. und danach, Gefolgt, und jetzt ist kommt's. das geil. Und jetzt kommt's, gefolgt von Farming Simulator. Und jetzt müsst ihr mal erklären, was hier los ist. Warum schlägt ein Ja. Farming Simulator, ein Civ 6, ein City Skylines und vor allem Ah. ein Starfield und ein Forza? Was ist hier Weil ich los? glaube, dass die Xbox-Bibliothek hier nicht gespielt wird. Die kommen nicht auf GeForce Now. Die haben ihre eigene Cloud und da wird das in der eigenen Cloud gespielt und nicht auf der separaten GeForce Now Cloud. Ganz klar. Und die Deutschen oder Europäer, die spielen Ja. eben Farming Simulator und ganz viel und exzessiv. Da gibt es eine riesen Community hier. Ja, aber das ist Das ja so, erklärt. dass die Xbox, die man da gekauft hat, die Spiele, ist ja eigentlich wurscht, ob man die auf der eigenen Cloud gespielt werden oder hier, ne? Also, Ich das ist ja glaube, die kein haben alle Unterschied. Game Pass Ultimate und dann spielen die im Ultimate Cloud. Das wissen sogar Hm. die wenigsten, dass die Die PCler? Microsoft-Spiele hier genauso zu spielen sind. So, aber jetzt, was ist das beliebteste GeForce Now-Spiel über alle Stores hinweg? Ich sag Call of Call Duty. of Duty. Call of Duty sagt ihr beide, Ja. beziehungsweise Scooter sagt zuerst, Gentleman, du hast jetzt die Wir Chance, haben es was anderes zu gleichzeitig sagen. gesagt, glaube ich. Weil Gentleman, du müsstest jetzt, damit, wenn du noch Gewinnchance Ja, erhalten willst, müsstest du was ich anderes nehmen. überlege Cloud gerade. Me Up sagt Fortnite. Also der Ja, Chat hat sich auf dann musst Fortnite du Fortnite festgelegt. nehmen, So, weil ich sonst. bin totaler Punk und sage COD. Nein, Quatsch. Also. Ich sage Counter-Strike. Ich sage Counter. Counter-Strike so. Counter-Strike. Also, ich muss jetzt eure Bets hören. Scooter, du sagst Call of Duty. Ja. Gentleman, was Ja, ich lockst sage du jetzt ein? Counter-Strike. Ich sage Gentleman sagt Counter-Strike, weil Counter-Strike. das. Chat sagt Call of Duty und Fortnite. Und es ist das beliebteste Spiel auf GeForce Now über alle Stores ist Genshin Impact, meine Damen und Nein. Herren. Es ist Genshin Impact. War natürlich auch eine kleine Fangfrage von mir. Aber Endstand ist, sowohl Scooter-Rama als auch der Chat haben 2 Punkte. Und in Aber dem was ist Fall, vorher? Ich habe verloren.